So, nun geht's los. Die große Geburtstagsfahrt nach Bernau. Ich bitte alle, die im Wagen 1 und 2 darauf zu achten, dass sie Arme, Gliedmaßen, Handys und anderes möglichst im Fahrzeug lassen. Diese schönen Fenster verleiten dazu, sie tief aufzumachen für Fotos und Videos. Aber das kann gefährlich werden, insbesondere hier im Tunnel. Insofern bitte zum Rausgucken und zur Belüftung genießen, aber nichts aus dem Fenster halten. Vielen Dank. Durch bin, komme ich zurück. Dankeschön. Und dann klärt sich. Super. So, auch hier gibt es einen Eimer Fahrkarten für jeden. Richtung S-Bahn durch den Tunnel. Diese Geräusche haben Sie sicherlich auch vermisst. Wir hatten die heute auf der ersten Fahrt schon und ich denke, die genießen diese vertrauten Geräusche genauso wie wir. Wir, das sind die vielen Mitglieder des Vereins Historische S-Bahn, denn das ist kein Service der S-Bahn Berlin GmbH, sondern dieser Zug wird in 100% ehrenamtlicher Arbeit betrieben. Mit über 40 Leuten sind wir hier für Sie an Bord, für Ihre Sicherheit und für Ihr Wohlergehen und wir freuen uns sehr auf die nächste halbe Stunde mit Ihnen. Mein Name ist Robin Gottschlag, ich bin der Vorsitzende vom Verein Historische S-Bahn und bin unheimlich stolz, wenn ich mich hier umgucke, was viele meiner Kollegen hier gerade leisten und ich hoffe, Sie werden Spaß haben. Mit an Bord ist Matthias Hiller. Matthias Hiller ist langjähriges Mitglied und wird Sie in der nächsten halben Stunde mitbringen. Ich bis nach Bernau bleiben. Ich übergebe das Mikrofon an Matthias Hiller und wünsche Ihnen gute Fahrt. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Willkommen hier in diesem wunderschönen Bügel historischer S-Bahn-Züge. Einer Baujahr 1928, der andere 1938. Der 830er ist in der Zugspitze im Moment. Der 820er ist im Zustand der B90er. Hängt hinten dran. Ja, wir machen eine lustige Sause nach Berlin auf den Spuren der Betriebsnahme des elektrischen Betriebes Berlin-Stettiner Bahnhof Bernau anno 8. August 1924. Ich werde Ihnen ab und zu mal was erzählen, aber wir haben so die Erfahrung gemacht, dass viele eigentlich sich auch wirklich nicht permanent hier erzählen, sondern viele Leute wollen eigentlich die alten vertrauten Geräusche genießen, was ja beim Atmen der Bremse beginnt, beim Türen schließen, den Klappern an, dann das Singen der Fahrmotore, ich sag dann mal die Sinfonie für heute in dem Fall 8x GBF 700 an 750 Volt, so heißt dieser Fahrmotortyp. Auf das Schaltwerk hört man. Und dann dieser schöne, ja, das schöne Geräusch der Motore im Zusammenspiel mit der Getriebe, Zahnrädern.
überlegt ihr das einfach. Kurz was, dass ich euch mal einmischen und dennoch erzähle. Historische S-Bahn Ende 91 gegründet. Damals bei der Reichsbahn auch einige abgestellte Fahrzeuge gekauft, übernommen. Unter anderem auch die beiden hier an der Zugspitze fahrenden Beamten. Das hat sich gemausert, weil nach dieser Zug von 70 Mitgliedern und ein Kampf, das ist sehr aktiv, hat glücklich gemacht, dass diese Züge nach fahren können. Das gehört auch dazu. Spannend, das war ein Metall auf dem Fall. Jetzt hier am gesunden Punkt, weil das ist ein WSC. Da waren wir nicht mehr, da waren wir noch zu klein, aber wir sind dann immer zu Veranstaltungen. Ja, also, wir schwimmen hier im normalen Verkehr mit. Wir müssen die Zeit hier im Straßenberufsverkehr nicht halten. Wenn wir einfach entlang schwimmen und ja, vor uns runter wird. Dort auch die Technik einzuarbeiten. Auch dieses ZBS-System zur Beeinflussung einfach Berlin. Das ist jetzt hier drin, deswegen dürfen wir auch auf den höheren Weg mit der modernen Regionaltechnik fahren. Ja, von den 270 Mitgliedern ist so eine Kerngruppe von rund 40 Leuten, die richtig viel tun und die sie jetzt hier auch umsorgen. Dafür sorgen, dass der Betrieb sicher ist. Denn natürlich haben die Türen keinen Dauerverschluss, deswegen sind hier überall die Wagen aus Schaffner, die verhindern, dass wir wie in alter Zeit die natürliche Klimaanlage benutzen. Heute muss man ja die Leute alle vor sich selber schützen. Ja, wir tasten uns nach vielen Jahren wieder an die Fahrten heran und es macht Spaß. Und es macht das Spaß und ich hoffe Ihnen auch, dass ich hier erst mal ein wenig wieder in Ruhe genießen Sie die Geräusche der Fahrt. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie, und die anderen Personale hier auf dem Zug, die werden Ihnen bereitwillig Auskunft geben. Und ich denke mal, irgendwann wird es hoffentlich möglich sein, dass er den Hund hier von der Kette lässt, sodass wir ein bisschen richtig in Fahrt gehen können. Gut, dann bis gleich. Alle versorgt? Alle versorgt? Schöne Fahrt noch. Wenn jemand Spende hat. Hallo, vielen Dank. Sie dürfen zuschlagen. Nächsten gerne wieder. Wahrscheinlich Weihnachten. Ja, ich schaue noch. Also ich bin schon überwältigt. Ja. Also ich auf jeden Fall korrekt. Naja, vielleicht auch noch. Hast du noch alle reinmachen? Ja. Da kann erst der andere Fahrer mit werden wollen. Das steht nicht auf dem Kreuz. Mit dem Haus. Oder haben Sturmbrechen. Ja, das ist ein bisschen zu Dann wäre es 13 Euro.
Okay. Ja. Das ist echt YouTube übt. Das hört sich an wie früher. So, warum ist das? Gut gemacht. Sind wir uns alle glücklich? Ja. Ich auch. Habt ihr schon, oder? Also eine kleine Nebeninformation auf dieser Strecke von Pankow nach Pankow-Heinrichsdorf. Hier links neben uns ist auch gerade das alte Widerlager der Schwarzen Brücke. Hier wurde 1921 ein ganzes Fahrleitungsfeld, also Oberleitungsfeld aufgestellt. Und dass der Widerstandring und Körperfahren jetzt noch ein Wechselstrom elektrifiziert werden. Dann gab es einen Personalwechsel bei der Reichsbahn. Wilhelm Bechmann-Tahn, der neue Chefelektriker der Reichsbahn, weil die Fahrzeuge auch alle verschlissen waren, hat man dann rübergerückt zur U-Bahn und ein ebensolches System mit Stromschienen, was man ja eigentlich schon seit 1903 auch selber auf der Lichterfelder Vorstrecke erprobt hatte. Deswegen könnte man 1903 Jubiläum feiern, das ist eine alte Diskussion, egal. Jedenfalls hat man dann Gleichstrom beschlossen und deswegen haben wir in Berlin bis heute dieses komische Netz mit einer Stromschiene und nur 750 Volt. Das ist ein bisschen problematisch mit den energiefressenden Zügen heutzutage. Die ganzen Strömlinge kriegt man, weil so dann die Spannung da nicht mehr durchgeprügelt ist, das Stromschiene. Egal. Das ist technisch. Ja, jedenfalls haben wir in Berlin eben dieses Stromschienensystem. Man kann auch nicht Züge hier mit dem Wechselstrom, der neben uns hier ist, auf einem Gleis betreiben. Das ist unwahrscheinlich aufwendig. Gibt es im Netz nur einmal in Birkenwerder an einem Bahnsteig. Das ist auch gut so, denn anders als in München oder bei anderen S-Bahn-Netzen, wo die Gemeinschaftsbetrieb machen mit dem Fernverkehr, da lassen die sich die Verspätungen vom anderen Netz rüberschleppen in die S-Bahn. Wir machen unsere Verspätung selber und da braucht man nicht die anderen. Thank you.
gerade eine Dame das Liegesitz fotografiert in dem 38er Zug. Das ist eben eine sehr biometrische Netzspinne. Die kam erstmals 1931 auf in dieser Form. Damals stand rechts in der Ecke noch eine Signatur A.Ort, so hieß der Zeichner. Und eigentlich galt immer Harry Beck in London als der Erfinder der grafischen geometrischen Netzspinne 1931. Aber gerade just in diesen Tagen kommt durch Recherche raus, dass wahrscheinlich Berlin die Nase vorne hatte. Und nun kommt der beste Einwurf von der Seite. Die alten Hamburger U-Bahn-Züge von 1915, die hatten an der Decke rund um die Lampe den Ring aufgemalt. Offenbar geht der Pokal dann nach Hamburg rüber. Naja, mal gucken. Genießen Sie daher bitte das Geräusch des Zuges und der Gitarre zu hören. Atmet mal wieder die Bremse hier unter uns. Das schöne Pfeifen aus den Ventilen. So, Caro,
die Mauern werden höher. Also ich weiß ja nicht, wie hier Stadtrundfahrt moderiert soll. So ein Kanal. Schön ist es nicht. Die Schweizer machen es intelligenter. Die machen halbhohe Lärmschutzwände, also bis zur letzten Unterkante, also da, wo der Lärm entsteht. Man kann was sehen, aber die Schweizer liegt auch greifbar. Also Deutschland als Autofahrerland macht es da sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Blick, wir kommen auf demnächst das Karower Kreuz. Und wenn man durchs Karower Kreuz fahren und den Berliner Außenring überqueren, wundern Sie nicht, dass dort mitten über der Brücke und über den Außenring eine Lärmschutzwand steht. So was muss ich auch besonders aufnehmen. Und links sehen Sie eine besondere Spezies, die dort auf dem Feld wächst, Einfahrt darüber. Und
Zucker? Ja, nix. Aber so, der auch schon keine Getränke. Das ist Marco Gott. Das ist wieder unser Ehrentier. Oh, das Das Klackern der Räder hätten, aber wir betrauen uns nicht. Ja, lauschen wir noch ein bisschen den Fahrgeräuschen aus alter Zeit.
Bald sind wir in Danau. Übrigens, achten Sie darauf, wenn Sie Danau aussprechen, die BVE-Ansagen zum Beispiel sind alle falsch eingesprochen, da sind viele Betonungsfehler drin. Das ist nicht Bernau wie in Bayern, das ist Danau bei Berlin. Das Danau, was man kennt, weil die Berliner mal den Obst von Danau erschlagen haben und unter Kirchenband kam, oder den alten Spruch, Danau wurde Bier gebraut. Hiermit wird bekannt gemacht, dass niemand in die Panke macht, denn morgen wird gebraut. Die Panke fließt hier links von uns irgendwo lang. Ja, wenn Ihnen diese ganze Rutsche hier Laune macht, natürlich wird es weitere Fahrten geben, zum Jahresende hin, die obligatorischen Weihnachtsfahrten. Erzählen Sie anderen von den Fahrten, wenn es Ihnen gefällt. Wenn nicht, dann erzählen Sie nicht. Aber ich denke, Ihnen wird es gefallen. Und falls Sie nachher beim Aussteigen auch noch den Ehrenmann Taler als Spender dabei haben, freuen wir uns, denn diese schönen alten Bilder, die brauchen nicht nur tatkräftige Pflege, sondern das kostet auch ein bisschen was. Sie haben natürlich ihr Fahrgeld bezahlt, aber wenn Ihnen das gefallen hat und Laune macht, immer her mit dem Taster. Wir freuen uns, wir investieren es, damit auch viele Generationen weiterhin Spaß an dieser schönen alten S-Bahn haben. Und eins ist noch wichtig, sage ich schon mal vorher an, nicht, dass man ja Hektik ist. Wenn man genau sind, Sie aussteigen, gucken Sie bitte, dass Sie alle Ihre Pünten dabei haben. Also Ihr Gepäckhaufen oben kicken, dass da nichts vergessen wird. Oder wenn Sie irgendwas unter den Sitz geschoben haben, oh, hier wird mir gerade die Zehner zugereicht, vielen Dank. Ich habe dummerweise heute ja keine Spendenkarte dabei, aber ich habe eine wunderbare Westentasche, wo ich erstmal hinkomme, wo ich das nachher sofort hier unsere Finanzmenschen weiterreiche. Ja, also bitte kicken Sie nach Ihrem Gepäck, dass Sie nicht vergessen bei uns. Wir müssen irgendwie sonst mal sammeln und große Feuer machen. Das stinkt mal, wollen wir nicht. Gut, also, wenn Ihnen das gefällt, immer wieder kommen Sie gerne zu uns. Genießen Sie die alte S-Bahn. Schön, dass es jetzt wieder gibt. Wir würden nämlich gerne versuchen, bevor wir wieder zurückfahren, ein Gruppenfoto zu machen. Deswegen, wenn möglich, mal nicht wegrennen, wir versuchen von unserem Bordpersonal für den wechselnden Tag hier in Bernau ein Gruppenfoto zu machen. Und wenn Sie mal die Augen nach links richten oder nach rechts, je nachdem wie rum Sie sitzen, da fällt gerade der Jubiläumszug der S-Bahn Berlin GmbH aus. Da hat man alle Farbgebungen, die es in der S-Bahn-Geschichte gab, mal raufgebracht. Keine Sorge, wer es gerade verpasst hat, der fährt noch ein paar Monate hoffentlich so durchs Netz. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag hier in Bernau und dann auch später vielleicht wieder zu Hause. Hier ist ein buntes Fest. In den nächsten Tagen gibt es noch etliches zu erleben rund um das S-Bahn-Jubiläum. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.